Schön, dass du wieder bei mir reinschaust. Ja, ich habe heute einen kleinen Rossmann-Haul für euch. Also ich war eigentlich Putzmittel kaufen. Ne? Also die habe ich auch gekauft, keine Frage. Aber die zeige ich euch jetzt nicht, weil Putzmittel sind ja langweilig und haben eigentlich was mit Arbeit zu tun. Und da zeige ich euch doch lieber jetzt meine Beauty-Sachen, die auch irgendwie noch mit mussten. Weil wenn du so aus dem Putzmittelgang rauskommst, komme ich immer zwangsläufig an den Beauty-Regalen vorbei. Und da muss ich natürlich gucken. Also da kann ich nicht einfach so dran vorbeigehen. Und da sind mir noch ein paar Sachen mit in den Einkaufswagen gehüpft, die noch mit mussten. Ja, und zuallererst habe ich den Essence Eyeshadow Brush mitgenommen. Den kennt ihr bestimmt alle. Den gab es ja vorher in so einem Lila. Und jetzt gibt es den in so einem Pink. Und der musste dann auch noch mit. Ich finde die relativ schön. Da kann man also wunderschön auf dem beweglichen Lid den Eyeshadow aufbringen. Es lässt sich sehr gut verteilen. Also ich tupfe den Eyeshadow immer nur auf. Ich ziehe ihn nicht auf. Und das geht mit diesem Pinsel wirklich wunderbar. Und Pink ist sowieso, wie ihr wisst, meine Lieblingsfarbe. Also musste der Pinsel natürlich mit. Endlich hatten sie ihn mal. Ich war jetzt schon ein paar Mal da und er war immer nicht da. Aber jetzt war er da, also musste er mit. Dann habe ich mir von Revival de Loop das Nagellack-Schnelltrocknerspray mitgenommen mit Rosenduft. Ich hatte das bei Mamako im Video gesehen und sie schwärmte da ziemlich von. Ich nehme immer von Essence sonst diese Express 3 Tropfen. Da komme ich super mit klar, aber ich habe gedacht, nimmst du das mal mit und probierst das mal aus, weil ich bin auch ein absoluter Rosenfan. Wir haben auch einige Rosen im Garten, also ich mag das sehr, sehr gerne. Aber ich habe das gestern Abend ausprobiert. Der Lack trocknet wirklich schneller und es riecht wirklich göttlich. Ja, also wenn ihr. Es riecht wirklich wie die Rosen, die in voller Blüte stehen. Das ist ein Traum, dieser Duft. Also das muss man mögen. Ne? Ja, es ist wie gesagt nicht schlecht. Ja, und. Ja, das habe ich jetzt ausprobiert und ich denke schon allein wegen dem Duft hole ich mir das nochmal. Das ist wirklich super lecker und euer Nagellack bekommt dann auch wirklich noch einen wunderschönen Glanz. Ja, dann habe ich mir noch eine Nagellackbasis mitgenommen, ein Basecoat und zwar ist der von Essence Studio Nails. Nail Base nennt er sich. Den habe ich auch gestern Abend schon ausgetestet, den kannte ich vorher noch nicht. Der ist super, also er macht wirklich eine wunderschöne ebene Nageloberfläche, worauf sich dann klasse lackieren lässt. Ne? Also den werde ich mir dann wahrscheinlich auch nachkaufen, denke ich. Ja, dann habe ich noch Nagellacke mitgenommen und zwar aus der Essence Viva Brasil LA. Die gibt es ja jetzt momentan zu kaufen und das ist ein richtig schönes Rosa. Ja, also so ein Pink-Rosa, aber nicht mit so einem dollen Pink-Einschlag, sondern wirklich mehr ein richtig kräftiges Rosa. Ja, was mir jetzt total gut gefiel, das ist die Nummer 01, das nennt sich Brasil. Der musste also auch mit. Ja, und dann habe ich mir aus der gleichen LA noch einen richtig schönen dunklen Lila-Ton mitgenommen. Das ist die Nummer 03, KK Carnival heißt der. Ja, und ich liebe ja die Essence To Go Nagellacke und diese hier aus der LA sind also quasi genauso. Wer die Essence To Go Nagellacke noch nicht kennt, der sollte sich die unbedingt anschauen. Also ich liebe sie. Erstmal haben sie einen breiten Pinsel, genauso wie die hier aus der LA. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Den Nagellack trage ich übrigens auch heute auf den Nägeln. Und meistens reicht schon ein Farbauftrag, ja, und dann sind sie schon deckend. Also du brauchst nicht zweimal lackieren und dann noch einen Überlack und sitzt dann, weiß ich nicht, anderthalb Stunden da und kannst nichts machen. Ja, meist reicht schon ein Farbauftrag, was mir immer total gut gefällt. Und die Nagellacke trocknen wirklich schnell. Und wenn du das dann noch in Verwendung mit Schnelltrocknerspray machst oder mit Schnelltrocknertropfen, dann bist du ratzfatz fertig damit. Also die solltet ihr euch mal anschauen. Die sind wirklich klasse. Ja, dann habe ich mir von Catrice noch einen Retouch Light Reflecting Concealer mitgenommen. So sieht der Ganze aus. Der kommt quasi daher wie der Touch Eclair von Yves Saint Laurent, wer den kennt. Also in Stiftform. Ich habe den auch heute schon benutzt. Was mir halt immer nur nicht daran gefällt, dass der immer, wenn man ihn zurücksteckt in die Hülle, immer schnell so siffig hier aussieht. Da kann man putzen, wie man will. Das ist jedes Mal wieder so. Ja, und hinten dreht man halt, bis das Produkt hier vorne rauskommt. Und dann kann man es punktgenau dort aufbringen, wo man es haben möchte. Ich habe mir den jetzt schon
zum dritten Mal, glaube ich, nachgekauft und highlighte damit ganz gerne. Sprich jetzt so auf der Nase, an den Mundwinkeln, am Kinn. Ne? Dafür eignet der sich wunderbar. Und ich habe mir die Farbe 001 Porzellan mitgenommen und der ist echt super. Wenn du ihn noch nicht kennst, solltest du ihn dir wirklich unbedingt mal anschauen. Ja, dann habe ich mir von Catrice ein Liquid Metal Eyeshadow mitgenommen. Ja, der ist wunderschön und zwar in der Farbe 090 Nougat in Right. Und wenn man den mal aufmacht, ist der total klasse. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Er ist wunderschön geprägt. Ja, und dann hat er noch so ein Wellenmuster da drin. Und die Farbabgabe ist also wirklich total klasse. Ich swatch euch den mal. Also ich bin jetzt einmal reingegangen. Ne? Und so sieht er dann aus. Also wirklich ein richtig, richtig schönes Nougatbraun. Ne? So wunderschön, um Akzente zu setzen. Und soviel ich weiß, kann man die auch feucht auftragen. Ja, und dann kommt die Farbe noch viel, viel mehr raus. Aber ich finde, das braucht man gar nicht. So reicht das nämlich schon. Ja, dann habe ich mir von Reval de Loup die Colorstar Eyeshadow Palette mitgenommen. Die ist ja wohl Wahnsinn. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, als ich an dem Aufsteller vorbeikam. Da sind nämlich die ganzen Sommerfarben, wie jetzt die Mode ist. Ja, und eigentlich fast alles meine Lieblingsfarben. Ne? Du hast hier ein Aprikot, du hast ein Weiß, du hast ein Flieder, ne? Du hast ein Lila, du hast ein Hellblau, ein Dunkelblau, ein Türkis, ein Grün, ein Braun, ein Grau und ein dunkles Grau. Also die Farben sind Wahnsinn. Entschuldigung. So, ich zeige euch die mal offen. Guckt euch das mal an. Also wer diese Farben liebt und auch total gerne die Mode jetzt so anzieht, die so modern ist, der sollte sich die wirklich unbedingt anschauen und auch direkt mitnehmen. Da bist du bestens gerüstet. Die Farben sind aber allerdings nicht matt. Nein, die glänzen ganz leicht. Also sie haben jetzt wirklich keinen starken Glitzer drin, aber sie glänzen ganz leicht. Das finde ich ziemlich schön, gerade jetzt so zum Sommer. Dann darf es ja so ein bisschen, ich sag mal, ja, mehr leuchten. Ne? Und das tun sie nämlich mit. Und die Farben sind wunderbar pigmentiert. Ich swatch euch die mal. So, ich swatch euch die mal bei mir auf dem Handrücken. Einmal das Weiß. Schaut mal. Dann kommt jetzt das Aprikot. Das mache ich euch mal daneben. Ich hoffe, man kann das sehen. Ne? Und dass die Kamera mir nicht die Farben verfälscht, aber ich glaube nicht. So, jetzt kommt ein wunderschöner Fliederton. Den swatche ich euch mal hier drunter. Schaut mal. Seht ihr das? So, jetzt kommt ein wunderschöner Pinkton. Den mache ich mal daneben. Das ist super, oder? Also ich bin mega, mega begeistert, weil das sind eigentlich alles die Farben, die ich im Schrank habe und auch total gerne anziehe. Ja, ich bin so ein richtig schöner Bam, bunter Knalltyp. Ja, ich mag das unheimlich gerne. So, jetzt haben wir hier mal das dunkle Lila. Dann swatche ich euch hier mal das Blau. Das Blau ist auch so eine richtige Bam-Kracherfarbe, seht ihr das? Ja, das genauso wie die Mode halt ist, da seid ihr absolut gut mit eingedeckt. Dann könnt ihr euch zu euren passenden Looks, die ihr an dem Tag habt oder euer Outfit of the Day, wunderbar passend schminken. Das ist jetzt das Hellblau. Ich habe jetzt schon die ganzen Finger hier voll Farbe. So, das ist das Türkis, wie ihr seht. Ja, und das ist das Hellgrün. Ne, da. So, dann zeige ich euch jetzt mal noch das Dunkelbraun. Also seht ihr die Pigmentierung, die ist echt super. So, Moment, jetzt kommt ein helles Grau. Ne, da oben. Upsala, da ist was runtergefallen. Gut, dass alles nach unten fällt, oder? Weil ich bin so ein kleiner Wutz. Dann hätte ich nämlich Probleme. So, und jetzt zeige ich euch mal noch den dunklen Grauton. Wahnsinn, oder? Und sie lassen sich super auftragen und verblenden. Ich habe mir damit heute auch mein Amo geschminkt und ich war mal richtig mutig, weil ich weiß nicht, ich hatte eine lila Phase, da war ich 18, 19, 20 so in dem Dreh rum und da war zum letzten Mal richtig lila modern, also woran ich mich jetzt so richtig bewusst erinnere.
Und in der Zeit war ich ein absoluter Lila-Fan. Ob das jetzt Deko war, ob das Kosmetik war, bei mir war alles lila. Ich hatte mir ein Schlafzimmer in ganz, ganz dunklem Lila gestrichen und hatte dann total schwarze Schleiflackmöbel dazu. Das sah richtig geil aus. Ja, und irgendwann mochte ich es aber nicht mehr leiden und dann mochte ich so gar kein Lila mehr. Ne? Das weiß ich noch. Also das war ganz, ganz, weiß ich nicht, war einfach die Luft raus. Ne? Ich mochte es nicht mehr. Ja, und jetzt gefällt es mir eigentlich wieder ziemlich gut und ich habe heute gedacht, ich probiere jetzt mal ein Amo mit der Palette. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe, man sieht das so. Ich habe also auf dem, Moment, auf dem beweglichen Lid habe ich hier diesen Flieder, na, diesen Fliederton benutzt. Habe dann ganz, ganz vorsichtig den ausgeblendet mit so einem leichten Pink und habe mir dann noch einen Akzent in diesem ganz dunklen Lila, in diesem Indigo gesetzt. Habe dann noch den Eyebrow Lifter von Catrice genommen. Ich fand, der passte jetzt super dazu, weil er ist ja auch so roséfarben. Ne? Und ja, dann alles andere noch und fertig war mein Look. Und wie gesagt, mir gefällt er total gut. Ja, du kannst mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was du dazu sagst oder ob du die Palette auch noch ergattern konntest, weil wie ich gehört habe, soll sie wohl ziemlich gehypt sein und auch überall fast ausverkauft. Aber ich habe Glück, wir wohnen also ziemlich ländlich und hier haben die Leute es nicht so mit Schminken. Ne? Die haben hier andere Prioritäten und von daher, wenn ich dann nicht ganz so früh da bin, bekomme ich meist meine Dinge immer noch. Also es hat dann auch Vorteile, wenn man so mehr ländlich wohnt, ja, dann geht nicht der Run los. Weil ich war zum Beispiel letztens in der Stadt, wo ich im DM war und boah, es war knackevoll und die stürzten sich alle auf die Sachen und auch so ganz, ganz viele Teenager und die pappten dann ihre Finger auch immer so überall in diesen Sachen rein, obwohl es da Tester gab. Nein, sie mussten das ausprobieren, direkt am Eyeshadow, wie auch immer, also an den Sachen, die eigentlich noch verkauft werden sollten. Und wenn du da irgendwas haben wolltest, war die Hälfte davon angepappt. Das fand ich also mega ätzend. Ne? Und diese Probleme haben wir halt hier alle nicht. Aber wie gesagt, ich habe hier keinen DM, ich habe einen Rossmann, aber damit bin ich auch glücklich. Und wenn ich halt zum DM möchte, dann fahre ich halt. Ja, und dann ist mir noch ein Eyeshadow Quad von Rival de Loup mit ins Körbchen gehüpft. In Erdfarben, sag ich mal. Das ist die 01 Western City. Ich zeige euch den jetzt mal. Der ist auch wirklich wunderschön. Da habt ihr einen hellen Ton zum Highlighten unterm Brauenbogen. Der andere ist ein bisschen dunkler, hat so einen leichten Graustich. Damit könnt ihr wunderschön ausblenden oder vielleicht noch in der Mitte vom beweglichen Lid setzen. Und dann ein hellbrauner Ton, damit lässt sich auch wunderschön ausblenden. Und ein dunkelbrauner Ton, womit ihr dann wunderschön Akzente setzen könnt. Der ist auch wieder total super pigmentiert und kostet, ich weiß nicht, überhaupt nicht viel. Irgendwie 2,49 oder 2,99. Ich weiß es jetzt nicht genau. Heute kann ich euch leider nicht die Preise einblenden. Mädels, seid mir nicht böse. Asche über mein Haupt. Ich habe vergessen, den Kassenzettel mitzunehmen. Ja, aber vielleicht freut ihr euch trotzdem, dass ich euch die Produkte zeige. Und wenn euch das eine oder andere interessiert, könnt ihr ja zum Rossmann gehen und einfach schauen. Und dann habt ihr ja die Preise. So, und jetzt kommt auch mein absolutes Highlight von meinem Haul. Ja, ich bin wirklich total happy. Ja, ihr denkt jetzt auch, was hat sie denn? Ja, aber es geht um das Facefinity Compact Make-up von Max Factor. Ja, ich habe es, Mädels, und ich bin wirklich, wirklich begeistert. Ich kann meine Freude wirklich nicht in Worte fassen, weil ich habe ja so trockene Haut. Und seit, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so benutze ich kein Puder mehr. Dementsprechend glänze ich natürlich schnell. Ich habe dann ganz oft diese Anti-Scheinpapiere verwendet, aber das Gelbe vom Ei war das jetzt auch nicht. So, und ja, dadurch, dass ich so eine trockene Haut habe, bilden sich dann bei mir überall Hautschüppchen und der Puder krabbelt mir so schön in jede Falte. Es war ganz egal, ob ich einen MAC hatte, ja, ob ich einen Dior hatte. Also was ich schon an Geld, an Pudergeld quasi in die Tonne gekloppt habe, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ja, also es ging gar nichts mehr. Folglich dessen habe ich mir wirklich abgewöhnt, Puder zu nehmen, weil bisher habe ich nie das Ultimative gefunden. So, und jetzt hatte ich letztens bei der lieben Mamako, bei der Steffi, eine Review gesehen über das Max Factor Face Infinity Compact Make-up Puder. So, und die liebe Steffi schwärmte da unheimlich von.
und hat es dann auch ausführlich gezeigt, wie sie das verwendet und hat halt auch erzählt, dass es dein Gesicht weich zeichnet, kann ich absolut bestätigen. Dass man damit fast den ganzen Tag matt bleibt, kann ich auch nur bestätigen. Also ich puder morgens und puder, weiß ich nicht, gegen Nachmittag nochmal ab und das reicht vollkommen. Ja, du bekommst ein ganz ebenes Hautbild. Ich habe keinerlei, wirklich keinerlei trockene Hautschüppchen, was total Wahnsinn ist, ja. Ich freue mich tierisch, ja, und du bleibst den ganzen Tag wirklich dann matt. Es deckt selbst kleine Pickelchen ab. Also ich bin absolut, absolut begeistert. Dankeschön, Steffi, für diesen tollen Tipp. Mädels, wer genauso trockene Haut hat und bisher auch auf Puder verzichtet hat, guckt euch das unbedingt an. Und jetzt kommt noch der absolute Knaller. Diese Woche gibt es bei Rossmann 30% auf die Max-Faktor-Theke, also auf die Produkte. So, das lohnt sich tierisch. Und wenn du dann noch einen 10% Gutschein hast, bekommst du 40% Rabatt. Ich habe jetzt, glaube ich, für das Puder 7,76 Euro oder irgendwie sowas bezahlt. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, mir erst eins geholt, ne? Und zwar in der Farbe 03, Natural habe ich es mir geholt und habe es zu Hause erstmal ausprobiert, ob das jetzt wirklich so ist, wie Steffi sagt und ob das auch so bei mir funktioniert. Und wie gesagt, Mädels, ich bin verliebt, ja. Nicht, dass ihr denkt, ich spinne, aber ich bin sowas von happy. Endlich habe ich ein Puder gefunden, ja, und es macht genau das, was es soll und ich sehe richtig gut damit aus. Ich freue mich da so drüber, da könnt ihr euch kein Bild von machen. Ja, und das kommt in so einer schönen goldenen Verpackung und wenn ihr das aufklappt, ist hier oben drauf ein Spiegel. Ah, ich sehe jetzt cool aus, ne? Guck mal, ein Papagei, ganz bunt. So, hier ist das Produkt und dazu habt ihr so ein Schwämmchen. Seht ihr das? Und wie ihr sehen könnt, habe ich das auch schon ausgiebig benutzt. Und ich mache das genau, wie die Steffi das gesagt hat. Ich nehme Produkt auf und arbeite das dann wirklich so richtig schön in die Haut ein. Ja? Nehme dann wieder Produkt und so weiter, bis ich dann halt alles fertig abgepudert habe. So, und als ich gemerkt habe, dass das so super funktioniert hat, weil sonst kostet das, glaube ich, 10,86 oder 11 und irgendwie so in dem Dreh, bin ich nochmal nach Rossmann gefahren und habe mir die zweite Farbe geholt. Und das ist das 05 Sand. Und bei Rossmann oder überhaupt in diesen Max-Faktor-Theken gibt es 4 Töne. Ne? Also es gibt das Natural, es gibt das Sand, dann gibt es noch ein Toffee und es gibt noch ein Golden. Und jetzt bin ich am Überlegen, also was heißt am Überlegen? Eigentlich habe ich schon für mich beschlossen, dass ich da morgen nochmal hinfahre und mir noch das Toffee und das Golden hole. Weil -40%, das lohnt sich. Und dann habe ich eigentlich alle Farben, die es gibt in der Max-Faktor-Theke. Und die Farben sind eigentlich auch eher was für dunklere Typen. Also wer jetzt einen ganz hellen Hauttyp hat, sprich so rothaarige oder vielleicht auch blonde Mädels, der wird mit diesen Farben, glaube ich, nicht so gut klarkommen. Ne? So, und ich wollte mir dann die anderen beiden noch holen, weil dann bin ich abgedeckt. Ob ich jetzt im Winter heller bin, im Frühjahr leicht gebräunt, im Sommer stärker gebräunt und vielleicht nach dem Sommerurlaub dann richtig stark gebräunt. Ja, so habe ich für meine Hauttöne genau das passende Puder. Und für das Geld, das lohnt sich. Ne? Aber Mädels, wenn ihr euch das mal anschauen wollt und ihr seid ein hellerer Hauttyp, dann guckt doch mal bei Amazon, weil da gibt es noch mehr Nuancen. Ne? Also da gibt es mehr Töne und ich glaube, da ist auch was für euren Hauttyp dabei. Ja, nur leider in den Theken findet ihr nur die 4 Farben. Aber bei Amazon gibt es halt noch mehr Auswahl. Und ich denke, da werdet ihr dann bestimmt auch fündig. Also ihr müsst nicht traurig sein. Ja, nur ihr bekommt es dann jetzt halt nicht zu dem Preis, wie ich es bekommen habe. Ja, Mädels, und das war schon mein schöner kleiner Haul. Und wie ihr seht, heute mit Zopf, das ist das, was ich euch gesagt habe. Ne? Und schönen langen Ohrringen. Ich bin ganz happy mit meinem neuen Look. Ja, mein Mann kriegt zweimal einen Anfall, wenn ich diese Ohrringe drin habe. Die finde ich übrigens totschick. Ja, auch noch ein kleiner Tipp von mir, wer sowas gerne mag. Seit neuestem hat Teddy solche tollen Ohrringe. Und ich glaube, die kosten dann 2 Euro oder so. Und da habe ich mir die mitgenommen. Und was ich besonders schön finde, ist, die klimpern so. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera hört. Mein Mann findet das zwar nervig und sagt dann immer, mein Gott, ist ja Almabtrieb oder Auftrieb. Ja, er meint halt so die Kühe in Österreich, die da immer so bimmeln. Männer halt, ne? Ihr kennt das ja, die haben ja manchmal ganz tolle Vergleiche drauf.
Und ich mag das total gerne, wenn das so bimmelt. Auch bei Armreifen mag ich das total gerne, wenn das so klingelt. Ne? Ihr auch? Das kannst du mir ja mal in den Kommentaren schreiben. Ja, oder schreib mir doch mal, ob du das Face Finity Kompakt Puder von Max Factor dir jetzt vielleicht auch geholt hast und seit Jahren das erste Mal Puder tragen kannst. Oder ob du schon kanntest, ne? Was du so davon hältst. Ja, ich würde mich freuen. Ja, Mädels, wie gesagt, dann bleibt mir alle gesund und munter. Ich hoffe, mein kleiner Haul hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns wieder auf meinem Kanal. Tschüss!